Herzlich willkommen zu diesem Video von Weitwissen. Ich bin Christian. Ich bin die Lisa. Und wir beide werden euch eine Prüfungssimulation vorführen am Beispiel des Geradezugrepetierers Blaser R8. Viel Spaß! Lisa, fühlst du dich geistig und körperlich imstande, die Prüfung jetzt abzulegen? Aber natürlich. Let's go! Alles klar, Lisa, dann kannst du die Waffe jetzt aufnehmen. Bevor ich die Waffe aufnehme, überprüfe ich den Zustand der Waffe. Dafür orientiere ich mich an dem 5G-Schema. Ich kann nicht sehen, ob die Waffe geladen ist, da sie geschlossen ist. Ich sehe, dass die Waffe gespannt ist anhand des roten Signalpunktes. Rot ist tot. Ich kann nicht sehen, ob die Waffe gestochen ist. Sie hat gar keinen Stecher, sie kann nicht gestochen sein. Ich kann sehen, dass die Waffe auch keine Sicherung hat. Sie ist gespannt, in dem Moment nicht sicher. Nachdem du den Zustand der Waffe nun perfekt beschrieben hast, kannst du nun mit der Sicherheitsüberprüfung fortführen. Okay, wo befindet sich der sichere Bereich? Die Sicherheitsüberprüfung beginnt immer mit dem sicheren Bereich. Der sichere Bereich befindet sich genau vor dir. Als sicheren Bereich definieren wir den Bereich, bei dem am wenigsten Schaden entsteht, wenn ein ungewollter Schuss abgegeben wird. Okay, bevor ich die Waffe in die Hand nehme, entspanne ich sie. Dafür drücke ich den Spannschieber leicht nach unten und lasse ihn zu mir gleiten. Nun kann ich die Waffe aufnehmen. Nun kann ich die Waffe öffnen. Dafür drücke ich den Spannschieber leicht nach unten und ziehe den Kammerstängel nach hinten. Normalerweise würde ich jetzt die Stecherkontrolle durchführen. Da die R8 keinen Stecher hat, entfällt dieser Schritt. Nun sehe ich, die Waffe ist geladen, das heißt, ich entlade die Waffe. Dafür repetiere ich die Munition aus dem Patronenlager heraus. Die Waffe ist nun entladen. Ich entnehme das Magazin. Als nächstes führe ich die Laufkontrolle durch. Dafür drücke ich den Knopf und ziehe den Verschluss nach hinten raus. Ich kontrolliere den Lauf. Der Lauf ist frei. Da ich die Laufkontrolle nun durchgeführt habe, kann ich den Verschluss wieder einsetzen. Super, du hast nun den Sicherheitszustand dieser Waffe überprüft. Können wir so schon jagen gehen jetzt? Noch nicht. Ich muss zuerst die Kennzeichnung überprüfen. Ich sehe, die Waffe hat das Kaliber 308 Winchester. Beschusszeichen sind vorhanden, genauso wie der Hersteller, der Typ und auch die Waffennummer. Nun lade ich die Munition ins Magazin, aber zuerst überprüfe ich, ob es sich um die richtige Munition handelt. 308 Winchester, das passt. Das Magazin ist geladen. Nun kann ich es in die Waffe einführen. Die Waffe ist nun jagdbereit. Alles klar, dann gehen wir auf die Pirsch. Wir pirschen nun gemeinsam auf unseren Maibock und genau da steht dein Maibock auf 70 Meter. Okay, ich habe den Bock angesprochen, ich nehme die Waffe in den Anschlag. Vordergelände frei, Hintergelände frei, Kugelfang ist ausreichend vorhanden. Der Bock steht breit. Ich spanne die Waffe. Ich bin schussbereit. Jetzt erfasst dich sehr, sehr starkes Jagdfieber und du entschließt dich dazu, die Schussabgabe aus Sicherheitsgründen besser doch abzubrechen. Was tust du? Ich entspanne die Waffe und nehme sie aus dem Anschlag. Im Zweifel ist es immer besser, den Finger gerade zu lassen, also eine Schussabgabe abzubrechen, anstatt dass man nachher einen schlechten Schuss anbringt. Speziell, wenn man stehend freihändig schießt. Aber wir bekommen ja eine zweite Chance und pirschen uns jetzt etwas näher an den Bock heran. Wir sind jetzt auf 40 Meter an den Bock herangekommen und du entschließt dich dazu, es erneut zu versuchen. Okay, ich gehe wieder in den Anschlag. Vordergelände frei, Hintergelände frei, Kugelfang vorhanden, der Bock steht breit, ich spanne die Waffe. Ich bin zur Schussabgabe bereit. Ich schieße den Bock, repetiere sofort durch, bleibe im Anschlag und sehe, der Bock liegt. Ich entspanne die Waffe und gehe aus dem Anschlag.
Sehr gut. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Die Jagd ist jetzt vorbei und du machst die Waffe schrankfertig. Dafür entlade ich die Waffe. Ich repetiere die verbleibende Munition aus dem Patronenlager und entnehme das Magazin. Die Waffe ist nun entladen und nicht gespannt. So ist sie schrankfertig. Korrekt. Die Prüfung ist nun vorbei. Du kannst die Waffe ablegen. Okay, ich lege sie standgerecht ab, indem ich den Verschluss nach hinten ziehe, die Waffe öffne und sie ablege. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.